Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und heute beginnen wir mit der Blutbadschlucht in Springfield. Ihr durftet da mitbestimmen, wie das Ganze jetzt Gestalt nimmt und da sind einige Vorschläge bei rumgekommen und ich fand am besten erstmal einen Waffenladen zu bauen, denn was braucht man nicht mehr als in der Westernstadt? Natürlich Schusswaffen. Da passt der Waffenexpress aus der Spiele-App super rein. Ich fliege noch eine Runde rum und dann geht's gleich los, das Ganze uns, ja, würde ich mal sagen, zu bauen. Wir beginnen gleich hinter unserem Parkplatz. Das heißt, wenn man in die Stadt reinkommt, bekommt man gleich schon mal ein paar Schusswaffen, damit man hier nicht ganz unbewaffnet ist. Ich würde sagen, wieder an die Kiste ran und holen uns hier die erste Reihe aus. Für unseren Waffenexpress brauchen wir heute in der Folge Tropenholzblöcke, davon nochmal die Treppe und Stufe, also das komplette Set. Dann holen wir uns noch Fichtenholzblöcke raus, dann nochmal abgezogene Schwarzeichenholzbaumstämme. Dann holen wir uns noch Schwarzeichenstufen, davon nochmal die Treppe und die Tür davon. Und dann noch holen wir uns das kleine Bonusmaterial Tropenholz-Falltüren, also so das ganze Material von Tropenholz, das werden wir heute in der Folge auch benutzen. Dann geht's los, dass wir uns erstmal die Grundfläche ziehen. Ich würde sagen, die Tropenholzblöcke nehmen wir zum Anfang und beginnen einfach mal, ich würde einfach mal jetzt hier anfangen, setz mal ein, würde ich mal sagen, einen Block hier einfach mal hin. Dann nehme ich mir Tropenholzstufen zur Hand und setze sie einfach mal in eine Richtung hin. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stufen einfach mal nach vorne gesetzt, dann setze ich hier gleich wieder einen Block hin. Danach geht es einfach mal zu einer anderen Seite lang. Dann nehmen wir wieder unsere Stufen zur Hand und zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Stufen dann auch erstmal hier lang gezogen und nach der 13. Stufe auch erstmal wieder einen Block. So, hier setzen wir die Stufen genauso nach vorne wie auf der anderen Seite. Und ganz vorne dann wieder einen Block hin. Als nächstes nehmen wir uns die Fichtenholzblöcke. Die platzieren wir jetzt einmal auf der Innenseite. Wir können auch ganz vorne das einfach glatt miteinander verbinden. Und dann ziehen wir das hier an den Seiten auch einmal jeweils immer rum. Nachdem wir das rumgezogen haben, können wir das Ganze jetzt auch höher bauen. Das machen wir aber nur bei den Blöcken. Die Stufen lassen wir so, wie sie sind. Und zwar ziehen wir das Ganze auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5 weiteren Blöcken. Insgesamt haben wir ja eine 6er Höhe. An den Seiten, wo wir unten Stufen platziert haben, machen wir das gleiche Spiel auch nochmal auf der oberen Seite. Wenn wir das dann platziert haben, machen wir einen kurzen Abstecher auf die Vorderfront. Die Vorderfront befindet sich da, wo wir keine Stufen derzeit platziert haben. Jetzt nehmen wir unsere Schwarzeichenholzstufen. Die platzieren wir einfach auf der Vorderseite und ziehen das Ganze, würde ich mal sagen, hier mal weg, Quertchen, auf eine Länge von 3 Stufen. Wenn wir uns das dann platziert haben, schnappen wir uns einmal die Tropenholztreppen. Nun beginnen wir einfach mal an irgendeiner Seite an. Ich sage hier, lassen eine Reihe so wie sie ist. Die zweite schlagen wir einmal weg und setzen dafür eine Treppe hin. Dann gehen wir immer weiter zur Seite. Da lassen wir jetzt einfach mal 2 Stufen Platz und setzen dann wieder eine Treppe hin. Obwohl, hier ist falsch. 3. Ups, gut, dass ich mir das immer markiert habe. Ja, wir lassen an den Seiten eine, dann Treppe, 3 freilassen und dann hier eine Treppe hin. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. So, wir machen einfach hier, lassen eine Stufe so wie es, zweite schlagen wir weg, Treppe hin, 1, 2, 3 und bei der vierten Treppe hin und hier in der Mitte die 3 lassen wir auch so wie sie sind. Wir bleiben da auf der Vorderseite und schnappen uns nochmal unsere Stufen zur Hand. Wir fliegen jetzt vorne an der Seite hin und achten mal drauf, dass wir, sag ich mal, wir hatten ja hier 6 Blöcke an sich platziert. Beim fünften oberen Block, sodass wir oben noch eine Blockschicht haben, setzen wir die Stufen hin. Das Ganze machen wir, würde ich mal sagen, 2 Längen nach vorne. Nachdem wir das denn nach vorne gezogen haben, bleiben wir noch bei unseren Stufen und können jetzt an sich das gleiche Muster ziehen, so wie wir das unten hatten. So in etwa, dass wir, sag ich mal, die Stufen vorziehen und jeweils, wo wir unten eine Treppe haben, genau darüber setzen wir eine umgedrehte Treppe einfach mal da rein. Den nächsten Schritt, den wir jetzt machen, ist die Tür und natürlich unsere Fenster in den Laden reinzuhauen. Wir beginnen auch erstmal auf der Vorderseite, fangen an den Seiten immer jeweils an. Wir lassen an den Seiten 2 Blöcke Platz, schlagen dann 3 Blöcke weg. Das Ganze machen wir auch auf eine 3er Höhe insgesamt. So, andere Seite machen wir synchron das einfach mal auch. 2 Blöcke Platz lassen, dann 3 Blöcke weghauen, 3er Höhe natürlich.
Dann lassen wir, würde ich mal sagen, eine Blockreihe wieder Platz und schlagen hier auch nochmal drei Blöcke weg. Das Ganze machen wir hier auf eine Viererhöhe. An sich erstmal drei freischlagen und ganz unten machen wir auch nochmal drei weg, denn hier kommt unsere Tür hin. Ich würde sagen, die setzen wir uns auch zuerst hin. Das heißt, jetzt einfach mal die Baumstämme, die wir hatten, die platzieren wir an den Seiten komplett einmal bis nach oben hin. Ganz unten platzieren wir, würde ich mal sagen, einen Schwarzeichenstufen oder eher Block davon, das ist besser. Dann setzen wir einfach unsere Tür so nach innen gerichtet rein und oben machen wir eine Treppe hin. Das ist schon mal unsere Tür. Jetzt kommen wir zu den Fenstern. Die sind relativ simpel. Dabei nehmen wir ganz einfach mal unsere Tropenholztreppe zur Hand. Die platzieren wir jetzt einfach mal in der Mitte hin einmal, so normal und umgedreht oben hin. Dazwischen machen wir einfach mal, würde ich mal sagen, als Verbindung eine Falltür. Die freien Flächen an den Seiten füllen wir einfach mal aus mit den Stufen und fertig ist unser Fenster. Auf der anderen Seite genau hier das gleiche Spiel. Unten eine Treppe, oben eine umgedrehte. Daneben können wir gleich hier schon mal die Stufen platzieren und die Verbindung wird dann eine Falltür sein. Kommen wir noch zu den Seiten. Hier kommen natürlich auch noch Fenster hin. Hier beginnen wir einfach mal an der Seite. Lassen einfach einen Block so, wie er ist und schlagen dann hier wieder drei Blöcke weg. Das Ganze auch hier wieder auf eine Dreierhöhe. Dann lassen wir, würde ich mal sagen, ja, einen Block wieder hier frei und machen dann hier auch nochmal so ein Dreierfenster hin. Hier machen wir es aber anders wie auf der Vorderseite, wo wir, sage ich mal, zwei Fenster haben. Hier machen wir nur ein Fenster hin. Das heißt, wir machen einfach mal an den Seiten erstmal zwei normale Treppen hin. Oben natürlich dann die umgedrehte Version davon. Unten und oben dann nochmal eine Stufe platzieren und die Verbindung wird dann hier eine Falltür sein. Dieses Spiel machen wir nochmal hier und auf der anderen Seite genau synchron die gleichen Fenster. Wenn wir denn die Fenster alle rein platziert haben, geht es weiter mit dem Tropenholzblock nochmal. Wir fliegen jetzt auf die Innenseite unseres Hauses und überall, wo wir jetzt unsere Falltüren hatten, setzen wir einfach nochmal die Blöcke einfach mal, ja, genau dahinter. Das sind immer so drei Blöcke, die wir da platzieren. Nachdem wir das haben, geht es weiter jetzt erstmal, würde ich mal sagen, mit den Schwarzeichenholzstufen. Wir fliegen wieder auf die Vorderseite hin und fangen einfach mal hier gleich auf der Vorderseite an. Jetzt ist es natürlich gut, wenn du dir vielleicht auch einen Block raussuchst. Ich mache es jetzt einfach mal den Stufen, dass wir insgesamt 1, 2, 3, 4 Schwarzeichenholzblöcke, also in der Höhe von Blöcken, einfach mal hier uns drauf platzieren. Das Ganze machen wir nochmal auf der anderen Seite. Wenn wir auf der anderen Seite auch nochmal 4 Blöcke drauf platziert haben, können wir ganz unten auch nochmal eine Schicht ziehen, dass es erstmal so aussieht. Danach bleiben wir immer noch bei unseren Stufen und jetzt platzieren wir auf der oberen Seite nur eine Stufenreihe und fertig ist schon so ein bisschen unser Schild. Von dem, was wir gerade eben uns gesetzt haben, hier setzen wir an den Seiten einfach mal eine umgedrehte Treppe hin, darauf eine normale Treppe, dann wieder eine umgedrehte Treppe und eine normale Treppe. So, das Spiel machen wir nochmal auf der anderen Seite synchron mit. Also umgedrehte, normale, umgedrehte, normale. Und wenn wir das haben, platzieren wir darauf jetzt einfach mal eine Stufe. Das Ganze ziehen wir bis zur anderen Seite einfach hin. Wunderbar. Jetzt müssen wir davon die Mitte einmal suchen. Relativ simpel. Wir gehen hier unten an unsere Tür hin. Wir halten uns das Maß bis nach oben hin. Das wäre hier. Hier machen wir dann, würde ich mal sagen, eine Dreierbreite rein. Schön auf der Mitte. Dann setzen wir da einfach mal unsere Fichtenholzblöcke hin. An den Seiten machen wir ganz einfach gesagt statt einer Stufe eine Treppe hin. Und ganz oben machen wir noch ein paar Stufen hin. Weiter geht's dann auf der Rückseite. Hier machen wir noch, sag ich mal, die Wand etwas höher, dass wir später unser Dach da gut drauf platzieren können. Wir achten einfach drauf, dass wir an den Seiten zwei Blöcke Platz lassen, setzen hier dann einfach eine weitere Reihe rauf. Hier auch wieder zwei Blöcke Platz lassen. Hier drauf lassen wir dann auch an den Seiten erstmal zwei Blöcke Platz. Und ganz oben lassen wir an den Seiten drei Blöcke Platz und setzen in der Mitte nur einen Block. Danach kannst du das Blockmaterial erstmal wegtun und dann gehen wir wieder an die Kiste ran und holen uns hier einfach mal die nächste Reihe raus. Zum Weiterbauen holen wir uns dann einfach mal Ziegelstufen, dann nochmal davon die Treppe raus, Niederziegeltreppe, davon auch nochmal die Stufe, dann einfach weiße Keramik. Ich verwende für die Fenster türkise Glasblöcke, kannst auch gerne blaue nehmen, ist mal so Geschmackssache. Und dann holen wir uns noch Tropenbauzaun raus oder einfach nur Tropenzaun, wie man es gerne mal nennen möchte. Wir nehmen auch erstmal den Zaun zur Hand, denn vorne hatten wir, sag ich mal, Treppen platziert, dann machen wir einfach mal als Verbindung hier uns einfach die Zäune hin. Nachdem wir die Zäune platziert haben, schnappen wir uns gleich unsere Glasblöcke und die können wir gleich hier für unsere Fenster nehmen. Danach kommen wir zu unserer weißen Keramik. Die platzieren wir oben einmal rein. Wir fliegen auch oben einmal hin. Können hier einfach, würde ich mal sagen, bei der zweiten
Treppe setze ich mir einfach meine Keramik hin. Weiter geht's denn nun mit unserem Dach. Wir beginnen auf der Vorderseite erstmal das Vordach und ziehen. Ganz vorne oben drauf platzieren wir erstmal eine Stufenreihe rauf. Wenn wir das geschafft haben, platzieren wir an den Seiten zweimal umgedrehte Treppen hin. Auf der anderen Seite machen wir das synchron auch nochmal. Wenn wir das haben, platzieren wir jetzt einfach mal hier hinter eine weitere Stufenreihe, einfach mal auf der gleichen Höhe wie die Treppe ist. Und ganz oben zum Schluss machen wir eine weitere Stufenreihe. Wenn wir das Vordach geschafft haben, beginnen wir nun mit dem hinteren Dach. Hier platzieren wir auch erstmal an den Seiten jeweils eine Stufenreihe hin. Danach können wir gleich dahinter eine Treppenreihe uns platzieren. Da fällt mir gerade auf, hier haben wir eine freie Fläche. Wir schnappen uns nochmal einen Tropenblock meine ich, und platzieren den einfach mal hier hinter noch einmal rein. So sieht gleich besser aus. Dann können wir gleich auf der anderen Seite auch hier erstmal eine Stufenreihe ziehen, dann eine Treppenreihe. Und an sich, ihr kennt ja ein bisschen so das Prinzip, das machen wir jetzt immer wieder. Das heißt, immer hier auf die vordere Fläche machen wir eine Stufe, auf der hinteren eine Treppe, Stufe, Stufe. Treppe ganz oben, dann machen wir eine Stufe hin und andere Seite geht es ja das gleiche Spiel hier auch wieder runter. So, dann können wir das Dach hier auch einmal zuziehen und überstehen lassen. Wenn wir das Dach denn komplett zugezogen haben, geht es weiter hier hinten auf der Rückseite. Wir müssen das Dach wie immer etwas dicker machen. Wir schnappen unsere Stufen zur Hand und jeweils mal hier, wenn so eine Verbindung ist, müssen wir sie ein bisschen verstärken. Das machen wir hier und auf der anderen Seite auch nochmal. Und ganz oben in der Mitte machen wir auch nochmal eine Stufe hin. Wer möchte, kann das Dach gerne so lassen, wie es jetzt ist. Mir gefällt es aber noch nicht so richtig. Das heißt jetzt, wir nehmen unsere Lederziegel, Treppen und Stufen zur Hand und können jetzt hier ab und an mal ein paar Blöcke austauschen. Und dann würde ich sagen, dass wir einfach da natürlich die Nähtersachen hin. Lass dir dabei Zeit und entscheide dich, wie du das Ganze dir gerne denn platzieren möchtest. Ich habe mir das auch ein bisschen willkürlich gemacht, kein Muster reingesetzt und dann passt das Ganze. Danach können wir auch dieses Blockmaterial erstmal entfernen, gehen wieder an die Kiste ran und holen jetzt unsere letzte Reihe raus. Zum Schluss brauchen wir noch die Fichtenholztreppen, dann holen wir uns davon nochmal die Falltüren raus, dann Steinziegeltreppe, davon nochmal eine Stufe, dann holen wir uns einfach mal ein Spinnennetz raus, dann brauchen wir noch Eisenfalltüren, Schienen und Loren, ach ja, die müssen wir auf die Schienen platzieren und dann natürlich noch Schilder. Wenn wir auch das zusammen haben, geht's los und zwar jetzt müssen wir natürlich noch die Schrift auf unseren Schild machen, auf unser Aushängeschild. Dabei beginnen wir dann erstmal mit der Schusswaffe, die platzieren wir uns auf der linken Seite. Wir lassen hier einfach mal einen Block frei in der Innenseite, setzen uns dann hier einfach mal eine umgedrehte Treppe hin. Auf der Rückseite machen wir gleich schon mal die Falltür an. Oben drauf setzen wir eine umgedrehte Treppe, dann nochmal eine umgedrehte Treppe. Auf der Hinter- wie Vorderseite machen wir einfach Stufen hin. Das sieht doch schon so ein bisschen aus wie so ein Revolver. Dann können wir vorne noch so ein Spinnennetz machen, so als Rauchwolke, das wir gerade geschossen haben. Dann lassen wir, würde ich mal sagen, zwei Blöcke Platz und setzen uns dann hier einfach mal Eisenfalltür hin. Insgesamt 5 Stück, sodass wir hier auf der Seite dann auch nochmal eine Blockreihe hier frei haben. Auf der unteren Seite machen wir dann nochmal Schilder hin, sodass wir insgesamt 7 Stück haben. Dann würde ich sagen, machen wir oben nochmal eine Eisenfalltür mehr hin, dass wir insgesamt 6 haben und dann passt das Ganze. Bevor wir jetzt natürlich die Schrift hier draufsetzen, würde ich sagen, machen wir erstmal hier oben unsere Eisenbahn hin. Und das kann man in Minecraft immer so einen kleinen Detail nicht so ganz darstellen. Von daher dachte ich mir, nehmen wir einfach Loren. Das sind ja unsere Eisenbahnen hier. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir sie da oben drauf? Wir platzieren einfach mal hier auf unsere Stufenschicht hier oben drauf einfach mal ein paar Schienen hin. So einfach, dass sie erstmal alle in eine Richtung zeigen. Dann würde ich sagen, schlage ich hier immer, weil ich speichere mir kurz die Stufe so ab, so. Dann schlage ich mir immer, würde ich mal hier sagen, so ein paar Lücken rein und setze mir dann oben drauf immer eine Lore, sodass sie runterfällt. Das kann man sich dann hier so ein bisschen machen. So, und dann setze ich mir hier noch eine hin. Zack. Na gut, jetzt ist es nicht so ganz drauf. Da müsste man vielleicht sich hier so hinfliegen, so ein bisschen sie vorsichtig raufschieben, sodass es so ein bisschen passt. Ich würde sagen, 4 sollten reichen. Mir kriegt man da nicht so ganz rauf, ohne dass sie runterbacken. Dann machen wir oben das Loch nochmal zu und fertig ist das Ganze. So, jetzt müssen wir natürlich hier noch was raufschreiben auf die Schilder. Das dauert einen Moment.
Ich werde dir gleich zeigen, was da genau drauf gehört. Einmal schnell hier die Schrift draufgeschrieben und darauf gehört an sich. Ich kann es immer nicht so gut aussprechen. Ich werde die Schrift natürlich noch einmal gut säuberlich hier einblenden. An sich steht da auf Deutsch drauf, dass die Artillerie unterwegs ist oder halt dieser Express unterwegs ist von der Artillerie. Das kann man sich hier so ein bisschen raufschreiben. Ich habe einfach mal auf Banners verzichtet. Ich dachte mir, mit Schildern müssten wir auch mal wieder arbeiten. Und da ist natürlich die Frage, wie macht man sich das rot? Relativ einfach. Man macht hier einfach das Paragraphenzeichen, dann eine 4 hin und schon hast du die Farbe rot und dann kannst du jetzt das einfach mal raufschreiben. Da können wir auch dieses Blockmaterial wegtun, dann ist unser Waffenladen, unsere Waffenschmiede, unser Waffenexpress, so heißt das Ganze ja, fertig. So sieht der ganze Laden aus, natürlich hier im Originalversion. Ne, der Vorbau hat einfach nur ein anderes Dach gehabt, der wird natürlich auch wieder weggebaut. Ja, der wird natürlich noch eingerichtet, das sieht es natürlich in der nächsten Folge, wie das Ganze aussieht. Da kommt dann natürlich schon der nächste Laden hin, was das Ganze wird. Ich richte mich natürlich nach euch, da wurde ja einiges vorgeschlagen, da gucke ich mal, was ich da am besten mache. So ein Saloon und so wurde ja natürlich auch gewünscht, da denke ich mir so, wo könnte man den Saloon hinmachen? Das ist ja, sag ich mal, so ein Eckengebäude, das würde ich mir dann vielleicht so in diesen Bereich setzen. Also es könnte noch ein bisschen dauern, bis wir da angekommen sind. Ich habe mir erstmal gemacht, machen wir erstmal hier so ein bisschen diese Seite hier gerade lang. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes bauen. Ja, ansonsten stelle ich mich hier vor unserem Waffenladen hin. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Und dann heißt es nur eins zu sagen. Und zwar ganz einfach. Tschüss.